Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute mal ein Video zum Thema Corona. Ich melde mich hier auch gerade aus Uganda, wo seit gestern ja eine Ausgehsperre herrscht. Seht es mir auch bitte nach, dass ihr mich diesmal nicht seht. Da hatte ich technische Probleme hier. Auf Reisen muss ich hier so ein bisschen improvisieren, deswegen seht es mir nach. Ich blende natürlich immer schön die Quellen ein und ihr habt auch die Möglichkeit, diesen Beitrag als Podcast zu hören. Ja, wir sehen, dass jeden Tag die Menschen mit neuen Corona-Fällen beunruhigt werden. Die ständig ansteigenden Fälle, die suggerieren dann natürlich, dass das Thema richtig ernst ist, dass man es ernst nehmen muss. So kommt es dann auch, dass die Mehrheit der Menschen die radikalen Maßnahmen befürworten, fleißig jeden ihrer Mitmenschen, der gegen die Maßnahmen verstößt, anschwärzen und sich jeder Dritte sogar noch härtere Einschränkungen wünscht. Die Begründung für die ganzen Maßnahmen hört sich jetzt natürlich auf den ersten Blick ganz rational an. Laut dem RKI handelt es sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernstzunehmende Situation. Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt, für Risikogruppen als sehr hoch. Das Ärzteblatt meldet am 27.03.2020, das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts tödlicher als die Grippe. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Grippe zu sterben, liegt bei 0,1 bis 0,2%, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler heute. Nach den bisherigen bekannten Zahlen liegt die Rate beim Virus SARS-CoV-2 fast 10-mal so hoch, bei 1 bis 2%. 80% der Infizierten hätten nur milde Symptome, doch 15% erkranken schwer an der Lungenerkrankung Covid-19. Das ist viel, sagt Wieler. So sagt Deutschlands führender Virusforscher Christian Dorsten von der Charité in Berlin, der vor allem aus seinem täglichen NDR-Podcast bekannt ist, wir befinden uns mitten im exponentiellen Wachstum. Und wenn man jetzt nicht drastisch und einschneidend etwas tue, werde das so weitergehen. Und dann haben wir im Juni, Juli ein Problem. Dann könnte es in deutschen Krankenhäusern ähnliche Zustände geben wie jetzt in Italien. Zu Drosten schreibt übrigens der Freitag, seine freundliche Sachlichkeit überzeugt. Vor allem, weil er nicht behauptet, alles zu wissen, sondern auch eigene Fragen und hypothetische Annahmen offen anspricht. Das schafft Vertrauen. Aus Italien erreichen uns da immer Horrormeldungen von hohen Todesraten von 10% und von überfüllten Krankenhäusern. Ich glaube, da hat jeder wohl diese Bilder in den Medien gesehen. Solche Verhältnisse will dann natürlich keiner auch in Deutschland haben, aber zu Italien später nochmal mehr. Erstmal wollen wir uns das mit dem exponentiellen Wachstum der Fallzahlen anschauen. Wenn man sich da die Zahlen der Neuinfizierten des RKIs anschaut, kann man tatsächlich denken, dass es sich um ein exponentielles Wachstum handelt. Dazu schauen wir einfach mal in den täglichen Lagebericht des RKIs vom 26.03. Da sehen wir, dass in der Kalenderwoche 11 rund 7500 Personen in Deutschland positiv getestet wurden und nur eine Woche darauf, in der Kalenderwoche 12, hatten wir dann auch gleich mit 24.000 mehr als dreimal so viele, die positiv getestet wurden. Wenn man sich dann aber mal genau anschaut, wie viele Tests eigentlich genau durchgeführt worden sind, relativieren sich diese Zahlen dann auch ganz schnell wieder. So wurden auch fast dreimal so viele Tests durchgeführt, wo in Kalenderwoche 11 5,9% positiv waren und in Kalenderwoche 12 6,8%. Wenn man sich also diese Zahlen anschaut, diese relativen Zahlen, dann sieht man 5,9%, 6,8%. Das ist natürlich nur ein leichter Anstieg und nicht das, was der Christian Dorsten da mal behauptet, dass es da ein exponentielles Wachstum gibt. Dazu habe ich im Netz einen schönen Vergleich gefunden. Stell dir mal vor, wir würden einen Test machen, wo wir schauen würden, wie viele Frauen in Deutschland leben. Im ersten Test würden dann vielleicht 10 Menschen getestet werden und dann würde dabei rauskommen, dass von diesen 10 Menschen 5 Menschen Frauen sind. In der zweiten Woche machen wir dann noch mehr Tests. Sagen wir mal, wir machen 20 Tests, wo wir dann diesmal 11 Frauen von haben. Und in der nächsten Woche wären es dann vielleicht schon 40 Tests, wo dann 23 Frauen dabei sind. Wenn wir uns dann die Testergebnisse hintereinander anschauen, dann sehen wir, in der ersten Woche waren es 5 Frauen, dann 11 Frauen, dann 23. Auf den ersten Blick könnte man also meinen, dass wir hier ein absolutes Wachstum der Frauen in Deutschland haben, was natürlich nicht stimmt. Die relative Menge an Frauen ist gleichbleibend. Natürlich wurden diese Informationen, dass die höheren Fallzahlen nur auf mehr Tests zurückzuführen sind, nicht vom RKI-Chef in seiner Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn am 26.03. erwähnt.
Es ist auch verdächtig, dass die Informationen zu den Tests im Lagebericht vom 27., vom 28. und vom 30. März nicht mehr erwähnt werden. Da kann man sich natürlich fragen, ob man uns hier was verschweigen will. Dazu kommt dann auch noch, wie der emeritierte Infektionsepidemiologe der Uni Mainz, Sucharit Bhakdi, in seinem offenen Brief an Angela Merkel feststellt, die Hochrechnung der Fallzahlen unwissenschaftlich seien, weil bei den Infizierten auch Menschen ohne Symptome mitgerechnet werden. Dabei bedarf eine Erkrankung einer klinischen Manifestation. Wenn man also annimmt, dass 5% der Infizierten schwer erkranken und daraufhin beatmet werden müssen, geht man bei diesen Hochrechnungen von viel zu hohen Zahlen aus. Wir sehen also, dass mit zunehmenden Tests auch die Fallzahlen steigen. Da liegt der Verdacht nahe, so Bhakdi, dass sich der Virus bereits in der gesunden Bevölkerung ausgebreitet hat. Das würde dann bedeuten, dass erstens die Todesrate von 0,55% zu hoch angesetzt ist, zweitens es kaum mehr möglich ist, eine Ausbreitung in der gesunden Bevölkerung zu verhindern. Seine Frage an Angela Merkel lautet demnach: Hat es bereits eine stichprobenartige Untersuchung der gesunden Allgemeinbevölkerung gegeben, um die Realausbreitung des Virus zu validieren? Oder ist dies zeitnah vorgesehen? Meine Damen und Herren, eine solche repräsentative Untersuchung könnte binnen 7 bis 10 Tagen fertig sein. Und dann würden wir das wissen. Apropos Todesrate, zwei Stanford-Professoren sagen, dass die Covid-19-Todesrate laut der WHO und anderen Organisationen bei 2 bis 4% liegt. Tatsächlich soll sie aber eher bei rund 0,06% liegen. Die Mortalität, also die Todesrate von Covid-19, hat selbst in der chinesischen Stadt Wuhan bei nur 0,04 bis 0,12% gelegen. Die Forscher vermuten, dass die offenbar stark überschätzte Mortalität darauf zurückzuführen ist, dass in Wuhan ursprünglich nur ein kleiner Teil der Fälle erfasst worden sei, da die Krankheit bei vielen Personen symptomlos oder mild verlief. Es seien laut der Studie 19,1% der Bevölkerung von Wuhan infiziert gewesen. Wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, was in Italien los ist. Wie gesagt, man verweist immer auf Italien und sagt, oh, da ist es ja ganz schlimm. Aber laut Bhakdi begeht man hier den Fehler, dass man einen virusbedingten Tod meldet, sobald der Virus auch bei dem Toten festgestellt wurde, und schaut dabei nicht auf andere Faktoren. Der Leiter des Zivilschutzes in Italien, Angelo Borelli, bestätigt, dass man nicht zwischen Corona-Infizierten, die an Corona gestorben sind, und diejenigen, die mit Corona gestorben sind, unterscheidet. Alle Fälle werden einfach zusammengezählt. Laut Bhakdi widerspricht das dem Grundsatz der Infektionologie. Das heißt also, wenn zum Beispiel jemand von der Leiter fällt und stirbt, dann aber nachträglich einen positiven Covid-19-Test hat, dann geht dieser Fall in die Corona-Statistik mit ein. Dabei ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Daten aus Italien zeigen, dass 99% der Verstorbenen eine oder mehrere chronische Vorerkrankungen hatten. Das Durchschnittsalter der Erkrankten lag bei 79,5 Jahren. Auch Hendrik Streeck, der wohl der Virologe ist, der die meisten Patienten in Deutschland gesehen hat, bestätigt, dass in Italien nachträglich die Toten auf SARS-CoV-2 getestet werden. Auch in Deutschland halte man sich nicht an den Grundsatz der Infektionologie. So sei zum Beispiel ein 78 Jahre alter Mann, der vorher erkrankt war, an einem Herzversagen ohne Lungenbeteiligung gestorben. Der wurde aber nachträglich auf Covid-19 getestet und ist somit dann in die Statistik für die Covid-19-Todesfälle mit aufgenommen werden. Offiziell wird das auch vom Chef des Robert-Koch-Instituts bestätigt. Bei uns gilt als Corona-Todesfall jemand, bei dem eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen wurde. Im Lagebericht heißt das auch, es werden nur Fälle veröffentlicht, bei denen eine labordiagnostische Bestätigung unabhängig vom klinischen Bild vorliegt. Zudem vernachlässigt man nach Bhakdi auch andere externe Faktoren, wie die hohe Luftverschmutzung im Norden Italiens, dass die besonders gefährdeten Personen mit jungen Menschen zusammenwohnen und die Intensivstationen in Deutschland um etwa den Faktor 2,5 besser ausgestattet sind als in Italien. Oder wenn man sich mal diesen Artikel anschaut, demnach sieht man hier, dass in Italien die Intensivstationen bereits Anfang 2008 aufgrund einer akuten Grippewelle kurz vor dem Kollaps standen.
Ärzte mussten da aus dem Urlaub zurückgeholt werden, Blutkonserven wurden knapp und so weiter. Das heißt also, die Zustände, die wir gerade in Norditalien sehen, scheinen also nicht komplett ungewöhnlich für diese Region zu sein. Spannend dabei finde ich auch, was Alex von Better Know bei Telegram herausgefunden hat. In der Provinz Bergamo, also dort, wo es gerade besonders viele Corona-Tote gibt, hat man fleißig gegen Grippe geimpft. Bei den über 65-Jährigen hatte man 2018 eine Durchimpfungsrate von 56,2%. Danach dürfte die Rate aber noch weiter gestiegen sein. Dabei war unter anderem für folgende Risikokategorien die Impfung kostenlos. Personen ab 65 Jahren, Kinder über 6 Monate und Erwachsene, die an chronischen Krankheiten leiden, wie zum Beispiel chronische Erkrankung der Atemwege, Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes mellitus und andere Stoffwechselerkrankungen, Tumoren, chronische Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen mit chronischem Nierenversagen. Eine militärische Studie, die in der wissenschaftlichen Zeitschrift Vaccine im Januar 2020 erschienen ist, zeigt beim evaluierten Militärpersonal, das den Grippe-Impfstoff erhalten hat, ein um 36% erhöhtes Risiko für das Coronavirus. Wir sehen also, dass genau diese Corona-Risikogruppe in Norditalien fleißig durchgeimpft wurde und dadurch ein um 36% erhöhtes Risiko haben, sich auch mit Corona zu infizieren. Als Zwischenfazit halten wir also fest, es gibt weder ein exponentielles Wachstum der Fallzahlen noch eine erhöhte Todesrate und die Situation in Italien ist auch nicht unbedingt mit der in Deutschland vergleichbar. Neben Sucharit Bhakti haben wir auch noch ganz viele andere Experten, wie zum Beispiel Wolfgang Wodak, John Ioannidis, David Katz, Stefan Hockerts, Gerhard Krause, Karin Mölling, Klaus Köhnlein und viele mehr, die alle sagen, dass Covid-19 nicht gefährlicher als die Influenza, also als die Grippe ist und das Gefährlichste dabei auch die Panikmache sei. Dass auch die Atemwegserkrankungen, wo auch Corona dazu zählt, sich dieses Jahr nicht besonders auffällig entwickelt haben, bestätigt auch nur die Einschätzung dieser ganzen kritischen Experten. Viele von diesen Experten sagen auch gerade, dass die Maßnahmen, die wir gerade sehen, dass die zu viel mehr Toten führen können als der eigentliche Virus. Studien bestätigen, dass soziale Isolation, Arbeitslosigkeit, Existenzängste einen großen Einfluss auf die Lebensdauer haben und die Menschen sogar in den Suizid treiben können. Wollen wir uns jetzt mal die Berichterstattung bei Corona anschauen. Wir sehen auf jeden Fall, dass bei der Berichterstattung, dass jeder, der von der offiziellen Meinung abweicht, also dass es sich bei Corona um ein Killervirus handelt, der wird dann einfach gezielt angegriffen. Das fängt dann mit kleinen Hinweisen zum betreuten Denken an, wenn denn mal im Mainstream etwas kritisch berichtet wird. Da vertreten Kritiker natürlich nur Einzelmeinungen und man möchte die Corona-Krise mit kritischen Berichten nicht verharmlosen. Oder wenn wir uns das mal anschauen, wie das hier bei YouTube läuft, da gibt es ja auch viele Videos zu Corona, aber egal wie sachlich die sind und wie viele seriöse Quellen da die Fakten belegen, die werden oft direkt gelöscht oder wie bei anderen umstrittenen Themen wie der Klimawandel oder das Thema Impfen, findet man unten drunter einen kleinen Warnhinweis mit einem Link zur WHO, wo man dann die seriösen Informationen erhalten kann. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie lange dieses Video bei YouTube online bleibt. Wie gesagt, in letzter Zeit sehe ich da sehr viele Videos, die absolut sachlich sind, aber dann direkt gelöscht werden nach ein, zwei Tagen, nachdem sie dann 100.000, 200.000 Aufrufe haben. Spannend ist auch, dass wenn man nach Dr. Wodak bei YouTube sucht, dass das Video mit den meisten Klicks nicht an der ersten Stelle auftaucht. Hier sehen wir, dass das Video von der Wissensmanufaktur mit 2,5 Millionen Aufrufen erst an 16. Stelle kommt. An erster Stelle stehen dann immer nur diese vermeintlich seriösen Quellen. Wer so eine große Reichweite hat, der ruft natürlich auch die vertrauenswürdigen Quellen wie ARD Faktenfinder, Spiegel, NDR und BR auf den Plan. Ja, und natürlich haben wir da auch die altbekannten Propagandawissenschaftler des GEZ-Funks, die dann gegen die Kritiker in Stellung gebracht werden. Da haben wir auch diesmal wieder Harald Lesch dabei. Die Zuschauer meines Kanals, die dürften Harald Lesch ganz gut kennen. Da habe ich auch mehrere Videos zu gemacht, beziehungsweise ein Video dezidiert. Da sieht man, dass er beim Thema Klimawandel vor allem falsche Informationen verbreitet und er möchte auch partout
nicht mit Kritikern öffentlich diskutieren. Dazu auch Hashtag Oliver Rehn. Zu Lesch und Corona hat Gunnar Kaiser hier ein schönes Video gemacht. Schaut da gerne mal rein. Und wer darf natürlich nicht fehlen, das ist der Klimatologe Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung. Das war der Leitautor des 2007er Berichts des Weltklimarats der Vereinten Nationen und er ist einer der meistzitierten Forscher seines Fachgebiets. Da könnte man natürlich meinen, dieser Mann ist natürlich total seriös, aber er ist auch dafür bekannt, dass er jeden Abweichler von dem angeblich wissenschaftlichen Konsens öffentlich diffamiert, beim Vorgesetzten anschwärzt, einschüchtert und dass er Aktivismus mit Wissenschaft verwechselt. Schaut dazu gerne in diesen tollen Spiegelartikel rein. Ramsdorf wirft Wolfgang Wodak in diesem Artikel vor, dass er die Corona-Krise leugnet. Die argumentativen Techniken seien dabei fast mit denen der Kritiker der Klimakrise identisch. Genauso wie bei den Klimawandel-Leugnern behauptet er, dass jeder Abweichler ein Leugner sei. Dabei geht es in der Wissenschaft gerade darum, immer Thesen immer wieder zu hinterfragen. Wissenschaft ist eigentlich nichts anderes als organisierter Zweifel. Und wer da Wissenschaftler, die einfach nur mit anderen Fakten kommen, eine andere Meinung haben, wer solche Leute als Leugner bezeichnet, der hat für mich eigentlich direkt jede Seriosität direkt verspielt. Auch wenn man sich mal anschaut, was Leugnen eigentlich bedeutet, das bedeutet nämlich, dass man etwas wider besseren Wissens behauptet und das trifft bei diesen Leuten natürlich überhaupt nicht zu. Die vertreten einfach nur eine andere Meinung, sind also alles andere als Leugner. Lesch wirft Wodak vor, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass ein lange pensionierter Amtsarzt aus Flensburg Einsichten und Informationen hat, die gesammelten Erkenntnisse der weltweit aktiven medizinischen Forscher über den Haufen werfen. Hier sehen wir auch wieder weltweit gesammelte Forscher. Ich erinnere nur an die 97%-Studie beim Klimawandel. Für ihn kann man auch eine Aussage nur ernst nehmen, wenn diese Person Forschungsarbeiten veröffentlicht hat, die im Web of Science oder Google Scholar zu finden sind. Als Beispiel führt er auch Christian Drosten an, der für ihn ein Spitzenforscher ist. Wenn man sich auch mal da bei Google Scholar anschaut, wurde er ganze 32.000 Mal zitiert. Wenn wir uns jetzt mal die bösen Corona-Leugner anschauen, dann sehen wir, dass zum Beispiel Sucharit Bhakdi, der schon seit 8 Jahren im Ruhestand ist, stolze 18.261 Mal zitiert wurde. Für ihn habe ich auch bei Google Scholar keinen Eintrag gefunden. Das heißt, diese Daten, ich weiß nicht, ob man die so genau vergleichen kann, aber wir sehen zum Beispiel bei John Ioannidis, der wurde knapp 264.000 Mal zitiert, also um ein Vielfaches als Drosten. Oder David Katz, der knapp 11.000 Mal zitiert wurde. Wir sehen also hier exemplarisch an den genannten Wissenschaftlern, dass es da sehr renommierte Kritiker gibt. Ramsdorf, Lesch und Co. stürzen sich aber natürlich hauptsächlich nur auf Wodak, der natürlich als ehemaliger Amtsarzt keine Publikation vorzuweisen hat, aber eine Menge Erfahrung. Wodak hat übrigens auch schon bei einer Arte-Doku bei der Schweinegrippe im April 2009 vor unbegründeter Panikmache gewarnt. Da wurde dann damals von der WHO auch schon eine Pandemie ausgerufen, aber die Regierungen haben nicht mit so weitreichenden Maßnahmen wie heute reagiert. Da wurden aber auf jeden Fall für Milliarden Medizin und Impfstoffe bestellt. So ist dann auch für die Macher der Doku klar, dass die Pharmaindustrie diese Epidemie nur erfunden hat, um den Verkauf von Impfstoffen anzukurbeln. Wahrscheinlich wird das eine ähnliche Aussage, okay, wir sehen jetzt natürlich keine Impfstoffe oder keine Medizin, die bei Corona verkauft wird, aber eine ähnliche Aussage in Bezug auf Corona, die wird heute als Fake News durchgehen, wird bei YouTube gesperrt werden, die Autoren werden wahrscheinlich ihren Job verlieren und so weiter. So hat die ganze Kritik an Dr. Wodak auch übrigens dazu geführt, dass er von Transparency vorläufig entlassen wurde. Aber natürlich ist für Ramsdorf klar, dass in der medizinischen Forschung genauso wie in der Klimaforschung auch abweichende Meinungen zu Wort kommen. Die Forschung ist bunt, pluralistisch und belohnt den Querdenker. Ja, dass gerade er, der laut dem Spiegel Aktivismus mit Wissenschaft verwechselt, sowas sagt, das ist für mich schon fast unfreiwillig komisch. Jeder, der sich näher mit dem Klimawandel beschäftigt hat, sieht klar, dass die Wissenschaft alles andere als frei ist. Dazu kann man sich auch mal genauer mit ClimateGate beschäftigen. Dort wurde dann nachgewiesen, dass Daten gefälscht, Kritiker diffamiert,
ausgegrenzt und angegriffen wurden. Wir können uns ja auch mal beispielhaft zwei Stimmen dazu anschauen. Da haben wir einmal den renommiertesten Ozeanforscher Niels Axel Mörner, der sagt, dass junge Kollegen, die kritisch denken, haben angesichts der Manipulation keine Chance. Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Herausgeber von Wissenschaftsmagazinen keine Arbeiten mehr akzeptieren, die den Behauptungen des Weltklimarats entgegenstehen, unabhängig von der Qualität der Arbeiten. Oder da haben wir auch den Atmosphärenphysiker Richard S. Lindzen, der 30 Jahre Professor für Meteorologie am MIT war. Lori David, die Produzentin des Films von Al Gore, hat einen Blog, in dem sie schrieb, sie sei froh, dass diese Wissenschaftler endlich unterdrückt würden. Sie schrieb auch, man sollte Wissenschaftler, die ihre Zweifel wissenschaftlich untersuchen wollen, nicht mehr finanziell unterstützen. Weiter sagt Lindzen, dass es sehr leicht ist, die Wissenschaft zu korrumpieren. Das sei auch schon oft passiert. Ich war am weltweiten Treffen der Geophysiker in diesem Winter in San Francisco. Al Gore sprach und seine Botschaft lautet, haben Sie den Mut, dem Konsens beizutreten. Machen Sie das öffentlich und nehmen Sie sich die Freiheit, Abtrünnige zu unterdrücken. Das Publikum war begeistert. Und was haben Sie gemacht? Werte Lindzen hier gefragt. Ich habe mit den Schultern gezuckt, bin rausgegangen und habe George Orwell gelesen. So sieht also die Wissenschaft aus, die bunt und pluralistisch ist und Querdenker belohnt. Für mich sieht das hier ganz klar aus, dass beim Thema Corona genauso wie beim Klimawandel Kritiker gezielt angegriffen werden, um sie dann einfach auf Linie zu bringen, oder man probiert es zumindest. Also man sieht ja, die meisten sind immer irritiert, die haben nichts mehr zu verlieren, die können keine Forschungsgelder verlieren, sie sind unabhängig. Und wer wissen will, wie das mit den Wissenschaftlern damals in der Sowjetunion war, da sieht man nämlich ziemlich starke Parallelen zu heute. Da hat hier Tilman Knechtel ein spannendes Video zu gemacht. Schaut da auch gerne mal rein. Also wie in totalitären Regimen darf man nicht die angeblichen Fakten der Autoritäten hinterfragen. How dare you? Wo wir gerade bei Greta sind, für mich die beste Stelle in dem Artikel von Ramsdorf ist diese. Am Ende vergleicht Wodak die Lage bei Corona mit dem Andersen-Märchen von dem Kaisers neuen Kleidern. Nur dass im Märchen ein Kind und nicht ein Pensionär die Wahrheit erkennt. Und so ist es auch in der Realität. Wie im Märchen sind es unsere Kinder, allem voran Greta Thunberg, die einen ungetrübten Blick auf die wissenschaftliche Wahrheit haben. Also, Kinder wie Greta Thunberg haben einen ungetrübten Blick auf wissenschaftliche Wahrheit. Die Propaganda bei Corona ist bereits so groß, dass es nicht nur zig Berichte darüber in den alternativen Medien gibt. Wie gesagt, da wird zensiert ohne Ende. Aber es gibt auch im Mainstream, wie beim Deutschlandfunk, da kritische Beiträge. Seit Wochen treten immer die gleichen Experten und Politiker auf, die als Krisenmanager präsentiert würden, schreibt Jarren in einem Beitrag für den Fachdienst EPD Medien. Dadurch inszeniere das Fernsehen zugleich Bedrohung und exekutive Macht und betreibe Systemjournalismus. Vor allem der Norddeutsche Rundfunk falle ihm durch eine besondere Form der Hofberichterstattung auf. Die Chefredaktionen haben abgedankt, folgert Jarren. In der Berichterstattung fehlten alle Unterscheidungen, die zu treffen und nach denen zu fragen wäre. Wer hat welche Expertise? Wer tritt in welche Rolle auf? Gesendet würden zudem größtenteils einzelne Statements. Eine echte Debatte zwischen Expertinnen und Experten entsteht nicht, schreibt der Medienwissenschaftler. Ottfried Jarren ist emeritierter Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich und Präsident der Eidgenössischen Medienkommission in der Schweiz. Wir sehen hier auch wieder, die Experten debattieren nicht. Ich meine, anstatt Wodak anzugreifen, könnte zum Beispiel Harald Lesch oder Dorsten könnte einfach mal den anrufen und sagen, wollen wir nicht einfach mal uns irgendwie öffentlich treffen? Kann gerne das ARD, ZDF dabei sein, vielleicht auch ein alternativer Kanal. Und dann lasst uns einfach mal Argumente austauschen. Aber nein, das wird nicht gemacht, weil es könnten ja die falschen Leute gewinnen bei dieser Debatte. Weiter heißt es in diesem Artikel, auch Medienjournalisten kritisieren zuletzt eine Gleichförmigkeit in der Berichterstattung über das Coronavirus. So schrieb Andrei Reisin im Portal Übermedien, auch in Krisenzeiten sei es nicht die Aufgabe der Medien, den verlängerten Arm der Regierung zu spielen und Kampagnen à la Wir versus Virus zu inszenieren, wie es etwa die Tagesschau in sozialen Medien getan habe.
Ja, okay, wir können im Westen ja noch glücklich sein, dass es da nicht ganz so schlimm ist wie zum Beispiel in Uganda, wo ich gerade bin. Da kommt man direkt ins Gefängnis, wenn man diese Corona-Pandemie oder diesen Corona-Wahn als das bezeichnet, was es ist. Und zwar einfach ein riesengroßer Schwindel, der nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Ja, ich muss auch mal schauen, ob ich hier noch ein Video zu der aktuellen Situation machen kann. Also, wie gesagt, man kommt dir schnell ins Gefängnis, wenn man kritisch was dazu sagt. Ja, mal schauen, vielleicht bin ich da als Deutscher nicht so von betroffen. Ja, man kann jetzt natürlich zu Corona noch viel, viel mehr sagen. Da gibt es zum Beispiel auch die üblichen Verdächtigen wieder, wie die WHO, also eine Organisation der United Nations. Oder auch Bill Gates mit der Bill und Melinda Gates Stiftung, wo es viele spannende Infos zu gibt. Oder auch, wie sich diese ganzen Maßnahmen finanziell auswirken. Also meiner Meinung nach werden wir den größten Crash sehen, ja, den die Menschheitsgeschichte überhaupt gesehen hat. Schlimmer als die große Depression in den 20er, 30er Jahren. Ja, schau doch einfach mal zu den ganzen Themen bei Telegram rein. Da habe ich in meiner Gruppe habe ich viele Artikel und viele Videos dazu geteilt. Telegram ist auch gerade ja eigentlich die Quelle der Stunde, wo nicht wie bei Twitter und Facebook zensiert wird ohne Ende. Oder bei Facebook wurde ich jetzt auch gesperrt, weil ich irgendwas über Martin Sellner gepostet habe. Auch noch nicht mal irgendwas, wo ich sage, hey, Martin Sellner ist toll oder irgendwas, aber man muss einfach nur bestimmte Wörter eingeben bei Facebook und man ist direkt für 30 Tage gesperrt. Ja, also, wie gesagt, schaut gerne bei Telegram vorbei. Da poste ich immer fleißig Sachen zu Corona. Verlinke da viele spannende Artikel und Videos. Ansonsten war es das auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin auch gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Seid ihr vielleicht auch direkt von Corona betroffen? Seid ihr einer von diesen Infizierten? Da würde mich natürlich interessieren, wie da der Krankheitsverlauf bei euch war, ob ihr vielleicht Krankenhäuser von innen gesehen habt. Ja, schreibt mir gerne alles, was ihr so zu diesem Video denkt, unten in die Kommentare. Ich bin gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.